Hallo alle zusammen, hier ist Twisted Heart und ich spiele heute wieder die My Little Pony App. Zwar ein bisschen später aufgenommen als gewöhnlich, aber das würdet ihr jetzt gar nicht mitbekommen. Egal, auf jeden Fall fangen wir gleich mal an. Das sieht schon mehr nach Ponyville aus, das ich kannte. Und sieh dir nur all den Platz an, den wir hier neu aufbauen müssen. Prinzessin Celestia wäre erfreut. Und ich krieg heute mein Daily Logon. Dankeschön. Ja, ich hoffe, dass ich sie kriegen kann. Ja, dann machen wir das mal weg. Du kannst auch gleich verschwinden, ne? Ja, und jetzt müssen wir dann erstmal Minilore spielen. Ja, geht gleich Vollgas los. Nicht mal so ein bisschen, sondern gleich so richtig wumm, voll in die Vollen. Ja, heute ist es später. Ich glaube, ich mache jetzt auch die Episode nicht später. Ich hoffe mal, es ist Ding, weil ich einfach auch dann wach bin so recht und ja. Meine Stimme hat sich dann auch so ein bisschen eingefahren. Okay, Level 33 schon und 5000 Bits und ein Edelstein. Darfst du natürlich machen. Moment, bam, bam, bam. Wow. Das hat eine Weile gedauert. Na egal, einsam. Und das machen wir auch noch gleich. Und jetzt kommt das erste Mal die Minenlore nach ein paar Sekunden. Ah, schauen wir da erstmal noch. Großzügigkeit ist ein Teil des Elements der Harmonie. Es ist also wichtig, dass wir Rarity nach Ponyville zurückbekommen. Lass uns in der Zwischenzeit nach Großzügigkeitsscherben suchen. Jo, Rarity ist schon längst daheim, aber egal. Vielleicht ist Twilight Sparkle einfach nicht eine der schnellsten und darum hat sie es jetzt erst mitbekommen, dass Rarity daheim ist. Aber wir werden das jetzt nicht näher vertiefen. So, 16.000, ja, komm, 16.000 erreichen wir schon. Die 14 Edelsteine, na, also die ersten Teile Edelsteine haben wir schon mal. Schon mal ein ganz guter Anfang. Joa. Also, was jetzt echt cool wäre, wenn ich jetzt schon wieder bald den nächsten Mal die Lachschirme voll habe, weil dann kann ich nämlich ein wenig schneller da durchgehen. Okay, dann hätten wir... Okay, einen haben wir davon schon von 12, zwei haben wir von 12. Drei. Vier. Okay. Also ein Drittel haben wir schon von den Großzügigkeitsschirmen. Ja, ich brauche kein Schild. Darum sammle ich das auch nie einmal. Ich bin so gut, ich werde nie irgendwo reinfahren, ja? Und dieser Fehlschlag in der letzten Episode ist auch nie passiert. Bam, wie immer. Warum auch immer ich so deppert bin. Na egal. Ich bin halt der depperte Dave. Yay. 14, yay. Und damit haben wir auch alle schon. Ich brauche keine Dings, Ehrlichkeitsscherben. Ich brauche Großzügigkeitsscherben. Danke, dass du wieder das Längen anfängst. Hat ja lange gedauert. Jetzt habe ich hier eine kleine Änderung. Da haben wir etwa mal 5 von 12. Nämlich, dass in Zukunft ich 6 von 12. Na, danke. Dass ich in Zukunft nämlich mit 1080p aufnehme, weil 1440p kann ich als einziges nicht komprimieren als Format. Und so dauert dann jede Episode über einen Tag zum Hochladen und das geht nicht. 7 von 12. Darum werde ich jetzt das auf eine Ninja-Gal, nämlich 1080p runter skalieren. Und dann hochladen, ja. Tut mir leid, aber es geht einfach nicht so recht. Egal wie oft ich es probiere, das ist einfach über den Tag und es geht halt mit 8 von 12.
Weil ich möchte auch noch andere Let's Plays machen, nicht nur die My Little Pony App, und darum muss ich erstmal runterschrauben. Wenn ich eine größere Leitung habe, werde ich dann das wieder ändern, aber momentan, es macht keinen Sinn. Ich möchte auch irgendwas anderes spielen als nur die MLP App. Und ich vermute, Leute möchten auch mal was anderes sehen, außer die MLP App. Also daher ist es, glaube ich, mal auch eine Freundschaftslösung. Wenn nicht, bitte gerne wieder kommentieren darüber. Ich lese wirklich alles und ich kommentiere auch alles. Also ich werde wie bei den einen User, wie gesagt, geblockt aus irgendeinem Grund, oder der hat mich geblockt, ich kann es nicht sagen. Oder er ist geblockt oder ausgeschlossen, keine Ahnung. Okay, einsammeln. So, dann haben wir den nächsten Teil wieder fertig. Ja, das haben wir mal Augleiei. Wenn wir schon mal das weiser, ne? Machen wir weiter. Und beam, beam, beam. Ja, also noch ein Edelstein mehr, habe ich nie was gegen. Geh da weg, Chirilli. Danke. Gucken wir mal kurz danach die Quests durch. Nö, also das werde ich rausschneiden, weil nichts passiert da. Also machen wir weiter mit dem nächsten Pony. Und das ist jetzt erstmal Rainbow Dash. Ich schneide einfach auch einiges raus, damit die Episoden, wie gesagt, auch nicht zu lang werden. Weil ich auch nie möchte, dass mir jetzt da 30 Stunden oder was auf irgendeinen dummen Screen guckt, wo eh nichts passiert. Bam, nächster. Na schön. Aber wie gesagt, momentan habe ich nur ein kostenloses Aufnahmeprogramm. Da habe ich nicht allzu viele Optionen, darum kann ich so Speedups oder so nicht machen. So, dann machen wir das nächste Pony, nämlich Flutters. Oh je, nicht schon wieder die Voice Cracks. Oder Stimmenumbrüche oder wie auch immer man das im Deutschen bezeichnet. Schon eine Schande, dass ich als Deutsche nicht weiß, wie es auf Deutsch heißt, ne? Toll, oder? Na egal. Ich glaube, ich spreche zu viel mit Amis und arme Briten nur noch, ne? Da kommt mir schon vor, dass man das Deutsche so langsam vergessen anfängt. Ja, ja, aber so ist es halt. Komm schon. Musste das jetzt sein, Flutters? Und nie akzeptiere ich jetzt nicht als Antwort. Eisammler, die nächste. Wonder Mama, weil... Ach, Pinks ist ja gar nicht mehr. Mama Rarity. Und ich hasse dieses Minispiel jetzt schon wieder. Ich weiß jetzt schon, dass es mir wieder eine schlechte Score einbringen wird und ich nicht viel dagegen tun kann. Das ist einfach der Grund, weil ich so eine kleine Hitbox hier habe. Da, vorbei. Das ist nicht so wie auf einem Handy, wo du da deinen Finger auch einen Zentimeter drüber noch platzieren kannst und es leuchtet immer noch. Oder da abkürzen kannst und nochmal zurückgehen. Funktioniert alles mit einem Handy, aber hier leider nicht. Wahrscheinlich, weil die Maus präziser ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es negativ für die hohen Punktzahlen. Bam, 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 bam. Ach, 350, super. Eisammler. Jo, jetzt fehlt nur noch Applejack von den Mazics schon wieder. Warum eigentlich immer dieses Minispiel, wenn ich mal fragen darf? Ihr liebt es, mich zu schikanieren hier bei Gameloft, ne? Gibt's doch zu. Ich hab euch durchschaut. Böse Leute. Jetzt hat mach schon. Und auch hier machst du bitte. Jo. Ach komm schon. Noch nicht immer diese lahme Maus, denn ei. Na egal, die Punkte aber ganz in Ordnung. In Ordnung, nichts Besonderes. Das möchte ich nochmal nebenbei anmerken, ganz deutlich. Und weiter geht's. Machen wir da oben weiter. Wie gesagt, ich versuche immer so viel wie möglich zu machen, aber ich kann nie versprechen, was alles passiert. Ne? Manchmal mache ich länger, manchmal kürzer. Das ist halt ganz im Ermessen, wie ich denke, dass es gerade passt. Lyra ist sogar eines meiner Lieblings-Side-Ponys persönlich. Also Sidekick-Ponys, ich weiß nicht. Hintergrund-Ponys wäre es, glaube ich, im Deutschen. Lächerlich, echt, ey. Bin so schlecht geworden im Deutschen, na egal. Auf jeden Fall ist es halt so, dass die mein Liebling soweit ist.
Eine der absolut liebste von dem Background ist Octavia, aber Lyra ist definitiv einer meiner Favoriten soweit. Und 495 waren übrigens ein sehr gutes Score. Bam, bam, badam, bam. Scudo. Von den Cutie Mark Crusaders ist es eindeutig Sweetie Belle, wo ich am liebsten mag. Dann kommen aber bereits Scudaloo und eigentlich Apple Bloom ist auch hier wieder die, wo ich am wenigsten so ein Stück weit mag. Keine Ahnung, ist halt so. Ups. Das war schon wieder mit der Best Score. Ich bin so gut beim Vermasseln dieser Best Scores. Jetzt wirst du nicht meine durchschnittliche. Gut gemacht. War nur in diesem Fall egal, weil es so oder so ein Level abgegeben hat. Ja, da interessiert es mich nicht so sehr. Ja, gut gemacht. Im Verhauen bin ich eh klasse, also das kann ich am besten. Das habe ich, glaube ich, auch am besten geübt, ne? Diese kleinen Dinger, ich hasse sie irgendwie. Die sind so schwer hier mit guten Scores durchzumanövrieren. Weil einfach so eine Mini-P-Headbox haben, dass es echt schwierig ist, da halbwegs vernünftige Scores ab 100 Punkte zu machen. Ja, immerhin hat sie 100 zusammengekriegt. Aber das ist echt schwierig, die Dinger da zusammenzubringen. Nein, du kommst jetzt noch nicht dran. Nein, schon, aber noch nicht jetzt, in diesem Moment. Das muss ich mal verbessern. Jetzt darfst du wichtig Tour dran kommen, ja? Jetzt darfst's. Aber keine Sekunde früher. Geht ja auch gar nicht so darauf vordringen, ne? Jetzt müsste. Ich weiß nicht, ob ich heute noch eine Aufgabe erledige, aber ich glaube weniger, weil halt doch ziemlich viel eingesammelt werden muss. Aber jetzt soll es dann wieder ein bisschen flotter kurzzeitig vorangehen. Aber das ist so eine Schwankung, die kann ich nicht klar steuern. Es sei denn, ich würde meine paar Kröten, die ich habe, ausgeben für das Spiel. Was ich aber jetzt nicht unbedingt so einsehe. Klar, das Spiel macht mir Spaß und so, aber ich habe nicht so viel Geld, dass ich jetzt sagen könnte, ich würde alles dafür ausgeben. Zumal ich es auch noch auf mein, also ein Android-Spiel und also abseits vom Bildschirm. Aber wie gesagt, der Emulator ist furchtbar. Also solange ich da nicht eine bessere Lösung gefunden habe, sei es dann, dass ich es noch unter Windows 7 probiere, sehe ich echt keinen Sinn, das zu tun. Ich möchte schon ein durchschnittliches Spielerlebnis haben. Und beim besten Willen, unter 15 Frames ist für mich noch nicht mal mehr ein durchschnittliches Spielerlebnis. Unser Big Macintosh wird wohl jetzt ein Level Up bekommen. Aber ich will immerhin ein Let's Play vom MLP oben behalten, darum mache ich das hier jetzt in dem Fall. Weil ich mag ja das Spiel, aber das ist halt der Punkt, aber ohne irgendwie gescheutes Zeug zu haben, ist es halt einfach nicht allzu spaßig. Ist halt leider so, ne? Kann nicht ändern. Manchmal sind eben Dinge, die man nicht so ganz hinbekommt, wie man will. Ich hätte gerne das Let's Play gemacht von der Windings-Version Android, aber ich finde da echt nichts, was sinnvoll ist. Und iOS habe ich noch nicht mal einen Emulator für gefunden, ne? Oder keinen, der es sich bedienen lässt. Ich finde nur einen MacBook oder so Emulator, also für die Macintosh-Dinger, aber nicht für iOS in dem Sinne. Sprich für die Handy-Versionen. Vielleicht bin ich zu dumm? Oder auch nicht? Aber wenn ihr mal einen findet, könnt ihr das mir gerne in die Kommentare schreiben, dann werde ich den mal ausprobieren. Vielleicht läuft der iOS-Emulator dann besser. Weil wenn ihr da einen kennt, ich werde es auch ausprobieren, auch solche Dinge. Vielleicht ein paar Entwickler kennen das, aber ich kenne es keinen. Also vielleicht ein paar Entwickler kennen einen, aber ich kenne es halt so keinen, der da kostenlos wäre. Und wenn er kostet, sollte es zumindest nicht teuer sein, dass ich das überhaupt mir leisten kann. Flüssig ist in jedem Fall was anderes als ich bin. Ich habe nur gerade ausreichend, sag ich mal grob.
Warum muss diese Kackbaustelle direkt vor meinem Fenster sein? Die wird noch eine Weile das sein. Zum Kotzen sowas. Zum Übergeben. Kotzen war nicht ein schönes Wort. Naja. 265, komm schon, 300 wenigstens. Nein, nicht. Also ich mache jetzt dieses Zwischendrin eingesammelt nicht mehr, weil... Das zieht es irgendwie voll in die Länge. Und ich habe dann lieber mehr Zeit für andere Dinge, die ich auch gerne tue in dem Spiel. Und darum lasse ich es jetzt aus. Zumal ich glaube, ein höherer Fortschritt ist eh lieber, als jetzt da die Bits zu maximieren, denke ich. Auch hier gerne wieder kommentieren. Kann es nicht oft genug sein? Voilà. Vier und nächstes. Ich kann jetzt eh sagen, eigentlich irgendwie, egal wie ich es jetzt drehe und wende, also ich habe hier jetzt schon viel mehr Fortschritt als bei der anderen Version. Schade eigentlich, dass sie es so verkackt haben bei der neuen. Don't you see when this feeling was much too strong. And I know that there was nobody for her. And I question myself. Boom, nächstes Ding. Ja, also das kannst du gerne immer wieder tun. Mal wie gesagt, das ist mein Geld, Level Up und so weiter. Und letztes Pony, glaube ich. Ja, also momentan habe ich halt echt sehr viele Ponys, daher ist da sehr viel gespielt mit denen. Aber es werden immer weniger, weil ich schon einige, Gott sei Dank, mittlerweile ausgemaxt habe. Also hoch aufs Maximum gebracht habe. Und da heißt es ganz prima so. Heißt, ich habe mehr Zeit für andere Dinge. Ja, genau. Von unten, obwohl es von rechts, links, rechts her war. Na egal. Was soll's. Na, die Score ist nicht so schlecht bisher, was ich so sehe. Ja, aber es ist schlecht, kann sein, wenn ich jetzt so weitermache. VOV. Jo, nächstes maxt. Na, also fertig gebracht. So, dann gehen wir jetzt mal kurz zwischendrin tanzen. So. Oh, ich bin außerhalb des Tracks ein bisschen. Oh je. Komm, nein, es wird wahrscheinlich keine 30er-Serie, weil die hier reißen fast immer ab. Dieses komische Mikrolex hier. Das Kurzpausieren mache ich immer, um die Synchronität wieder aufrecht zu erhalten, also das heißt wieder herzustellen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas zwischendrin da machen muss, das ist einfach, damit ich das Ding neu synchronisiere und damit nicht mehr so auf den Bildschirm gucken muss, sondern eben mehr auf den Takt achten kann. Ist für mich leichter als das auf den Bildschirm direkt gucken. Wie auch immer. Aha, ich kann es mit den Pfeiltasten steuern, das haben wir noch nicht mal gewusst. Wenn man mal zufällig auf dem Keyboard rumhämmert und dann sowas passiert, aber es geht so schnell mit der Maus. Nächstes Bleed. Gleich der erste Fehler, cool. So liebe ich meine Songs. Getting on my feet, it's the head.
Und der zweite Fehler, sage ich doch, weil das voll häufig passiert. Bei den anderen kann ich es nicht so vorhersehen, weil es da manchmal wirklich nur sehr selten ist. Aber bei den goldenen Noten ist fast immer hier noch ein Fehler. Ich bin gerade ein bisschen genervt von den Fehlerquoten, die gerade das Spiel aufweist wieder mal. Warum kann es nicht die perfekte Version von diesem Spiel geben, wo wirklich keine Fehler drin sind? Das wäre echt genial, ne? Na egal. Das war gerade von mir das stummste Einsammeln, das ich je getan habe. Aber so geht's halt manchmal. Ich weiß manchmal auch gar nicht, was ich so recht sagen soll, ne? Hack Gott, jetzt halt auf zu lenken, dass ich da das nicht dauernd machen muss mit der Pause. Aber in dem Song ist es sehr essentiell, weil es so schwer ist, dass du da eigentlich nur mit den Orientieren am Ton überhaupt eine gute Chance hast. Naja, war in Ordnung. Warum klickst du jetzt jedes Mal einmal auf den Bahnhof mit? Na egal. Ach komm, das war so schön gerade, die endlose Combo. Menno. Hast du goldene Noten? Wow, die Score war super mit 7000 Punkten. Eisammler. Und noch einmal Eisammler. Na egal, machen wir weiter. Und letztes Mal Tanze. Und Combo zu Ende. Noch nicht mal. Da
Danke, Leck. Es musste ja so kommen. Hört's auf mit den Gelenken, Mann. Wie auch immer. Verdammt. Die Not ist eh wieder fast sicher verpasst. Da halt noch nicht mal die 6000. Tja. Auch gut. Ach komm, die Fritzel da. Jetzt bin ich sauer. Vom Bauer. Egal. Da sind noch so viele Sachen einzusammeln hier. Ja. Das sollst du gar nicht machen. Lass das bleiben. Else. 6000. Ich brauche ja schon mal 40.000, damit ich dieses Ding mal endlich machen kann. Schon noch einmal die Minenlore. Danke. Das war alles, was ich schon wieder wollte. Mach mal weg. So kleine Dinger kann ich immer wieder wegmachen, weil die sind so nicht so entscheidend vom Geldlichen her. Da gibt es ja nichts mehr raus. Bam, 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 bam. Ah, die 15.000 sollte man mal in jedem Fall hier erreichen, denke ich mal. 16.000 vielleicht. Ist zumindest ein hohes Ziel. Aber ich liebe hohe Ziele. Warum hohe Ziele in New City? Oh mein Gott, war die schwer. Nee, besser nicht. So schwer sollte das Spiel jetzt nicht werden. F-Zero GX, ja, das war so ein Albtraum von Schwierigkeitsgrad. Spielerisch zwar top, aber ich glaube, Completen war da echt ein Ding der Unmöglichkeit. Gerade diese Stuff-Ghosts, die du schlagen solltest. Hammer, was da abverlangt wurde. Und der Story-Modus war jetzt auch nicht so viel einfacher, wo man dann die neuen Fahrzeuge freischalten konnte, aber diese Stuff-Ghosts hauen noch mal einiges drauf. Ich frag mich eh, was die mit diesem übertriebenen Schwierigkeitsgrad da wollten. Ich glaube, das hat vielleicht 1% der Weltbevölkerung oder so überhaupt durchspielen können. Wahrscheinlich ist es dann auch letzten Endes der Grund gewesen, warum F-Zero gar kein weiterer mehr gekommen ist. Schade zwar, weil ich es echt gerne gespielt habe, aber der Schwierigkeitsgrad, holla die Waldfee. Die hat's in sich. Dagegen können sogar solche wie Wipeout und so sich so ein Stückchen drunter dahinter verstecken. Und selbst die sind nicht einfach. Gerade wenn ich so an Redout jetzt denke, war bei Steuern, glaube ich, mehr das Problem ist. Also zumindest ich finde die Steuerung von Redout ziemlich grausig. Ich habe da nur die Demo gespielt, aber ja, ich habe es nicht geschafft, halbwegs vernünftig mich da über die Strecke zu manövrieren.
Das war bei weitem noch nicht so schlimm wie Project Cars, also das finde ich jetzt echt das Schlimmste von allen. Aber doch schon ziemlich schlimm. Und das sind nur persönliche Meinungen, es ist definitiv keines davon jetzt ein schlechtes Spiel, aber ich komme mit der Steuerung gar nicht klar bei den beiden. Das ist halt das, manchmal liegt es den einen in das Spiel sehr, den nächsten findet das Spiel dann absolut Sperme oder so. Also das ist halt das, ne? Wird sich auch hier in der App nicht anders ändern, ne? Der eine findet es genial, die nächsten findet es dann, muss das denn überhaupt sein? Und eigentlich ist es auch gut so, dass es das gibt, weil sonst müsste es eigentlich nur ein Spiel geben und das würde dann jeder spielen, ne? Dasselbe würde auch für die YouTube-Kanäle gelten, weil dann würde es nur einen einzigen geben und dann wäre es zu Ende, ne? Dann bräuchte man auch da nicht mehr. Ist halt so. Aber diese Varianz macht das Leben so schön. Hey, ist die Android-Version das einzige, wo diese Münzen nicht nach oben schweben? Gerade sogar hinguck, hier ist es auch so, dass es da noch oben auf dem Zähler schwebt. Aber in meiner Android-Version auch jetzt mit dem Galaxy Tab, ich weiß nicht welche Nummer, sorry, hier schon mal, ist es so, dass es auch nicht nach oben auf diesen Münzzähler hochschwebt bei diesem Minispiel. Das mit einer Android nicht. Glaube ich eigentlich weniger. Vielleicht haben sie es selber vergessen, ist denen noch nicht aufgefallen. Dann fahren wir mal in den unteren ein, ne? Ist aber immer mal eine nette Abwechslung zu den Shadow Bolt. Und wie immer habe ich nicht gewonnen, 1000 Bits. Das ist ein guter Anfang, um das Element der Großzügigkeit nach Ponyville zurückzuholen. Vielleicht sollten alle öfter großzügig sein. Ja. Wäre schön. Na egal. Aber ist halt nicht so. Sammle erstmal wieder alles Ei und jetzt gucken wir mal nach der neuen Mission. Nachdem ich 3 Bits nochmal rausgeknallt habe. Bam, bam und nochmal bam. Weißt du, was für Ponyville wirklich cool wäre, wenn die Wonderbolts hierher kämen? Mal sehen, ob es der Anführerin der talentiertesten Flieger von Equestria hier gefällt. Okidoki. Ich hasse es, Entscheidungen zu treffen. Aber es ist auch ein Fortschritt, weißt du, aber dann kriege ich diese Schmei-Cafeteria nie so schnell. Egal, hol mal Splitfire, das war ja mal sowas von gerade daneben gedörbt. Na egal, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Platz machen, weil sonst geht da gar nichts. Du gehst da. Du gehst da. Ich würde den ganzen Wald erstmal einreißen und danach wieder aufbauen, wenn ich genug Platz habe hier. Das wäre meine Radikallösung. Aber ich möchte jetzt keine Radikallösung hier anstreben, ne? Machen wir erstmal eine momentan vertretbare, das habe ich gar nicht gesehen. Ah Gott! Zieh doch diesen Schmalibaum da hoch. Danke. Jetzt kannst du Spitfire kaufen, wenn du das eingesammelt hast. Und nochmal ein paar Bits. So, jetzt gehst du zu Spitfire, sollte da unten sein. Na, das ist Aloe. Aloe mag ich nicht. Eigentlich schon. Ist mir sogar lieber als Spitfire, aber egal. Daher. 3000. Kann mir noch nicht mal irgendein weiteres Feldchen leisten. Den Cantaloupe ist recht nicht, nachdem es noch teurer ist. Immer das gleiche hier. Mal nebenbei bemerkt, klicke ich verdammt schnell, weil ich heute schon einen Kommentar gelesen habe in die Richtung. Der Punkt ist aber, hier hat es glaube ich einen Schutz, dass du gar nicht so schnell klicken kannst bei Bäumen. Die wackeln hier glaube ich nach Fixtakt.
Ich weiß nicht, ob man das überhaupt optisch sehen kann. Man hört sich eigentlich ein bisschen mal. Eigentlich ist die Maus immer zu hören auf dem Aufnahmegerät. Da kann man eigentlich schon hören, dass ich relativ flott klicke. Da. Ist eigentlich schon relativ flott, wie ich klicke. Aber ich glaube, das nimmt es gar nicht so flott auf, weil dann Delay einprogrammiert ist, dass man da nicht betrügen kann. Mal kein böses Wort sagen, das wollte ich aber nicht tun. Ich will nach Möglichkeit sauber bleiben. Ja, also Spitfire wird wohl heute kaum noch ankommen. Hätten wir eigentlich jetzt schon irgendeinen anderen Auftrag angefangen oder zu Ende gebracht? Caro. Caro, da brauchen wir noch. Pizzeria. Ich kann diese Pizzeria nicht mehr lesen. Diese Kackpizzeria, die verfolgt mich jetzt schon seit einer ganzen Weile. Na egal, machen wir jetzt noch einmal, glaube ich, die Minenlore. Wenn sie denn irgendwann mal mich wieder freischaltet. Und jetzt können wir auch Aloe kaufen, ne? Aber der Punkt ist, ich habe nicht mal einen Platz im Canterlot. Das ist genau mein Problem gerade. Ich könnte sie jetzt verkaufen, aber ich könnte sie nicht platzieren. Am Anfang ist das so kompliziert mit dem Geld. Ich weiß nicht, wie ich es beim ersten Mal gemacht habe, dass ich so schnell vorangekommen bin. Ich muss jetzt tatsächlich irgendwie selber gestehen. Ich habe es irgendwie geschafft, dass ich im doppelten Tempo dort vorangekommen bin. Irgendwas habe ich anders gemacht und weiß nicht mal was. Habe ich da mehr Geld ausgegeben, dass ich den Tausender mal gleich ausgegeben habe beim Minispielen? Dass das doch der Schlüssel zum Erfolg ist? Weird. Da nicht. Eins, noch ein einziges, komm. So großzügig kann es ja wohl sein. Oder auch nicht. Oder auch wirklich nicht. Geh weg, Sikora. Gib auf. Das gibt's ja wohl nicht. Da wird er sich gegen dieses eine Ding so extrem wie noch nie. Mach das weg. Ich muss immer wieder auch ein bisschen aufräumen, Ponyville, sonst habe ich es so schnell verdreckt, wie ich noch nicht mal nachgucken kann. Jetzt komm! Alter! Ich habe es ja schon gehabt, dass es nicht so gerne mir rauszahlt, aber dass es so gerne da mal, also gar nicht auch rausgibt. Ach, das ist jetzt das erste Mal. Das ist Pony in the Box. Und damit haben wir einen Edelstein mehr. Mal gucken, ob wir dich nochmal irgendwie rausbuxieren können, aber das ist ein bisschen tricky. Weil ich muss, glaube ich, ca. 10 Felder oder so weg sein. Ja, und dann geht's nochmal. Gebam. Es hat mit einem bestimmten Abstand, den du zum Pony haben musst, zu tun. Die geht nur zweimal hintereinander. Mehr habe ich noch nie geschafft. Ich finde es irgendwie doof, dass man Derby überhaupt nicht ins Spiel kriegen kann. Dass man zum Beispiel die Box 10-mal oder so finden muss und dann kommt Derby als festes Pony nach Ponyville oder so. Finde ich irgendwie ein bisschen doof. Zumal Derby ist eigentlich ein echt cooles Pony, wenn ich mal ehrlich bin. Schade eigentlich. Aber ich glaube nicht, dass Gameloft da irgendwo zuhört. Ja, so bin ich glaube ich auch eine Nummer zu klein, als doch das einen großen Einfluss haben könnte. In der Version wohl eh nicht drauf hoffen, weil hier machen sie eh nichts. Noch einen Edelstein. Vor sollte ich nicht irgendwie dagegen stoßen, wo. Das
Ansonsten werde ich es bereuen und habe halt einen weniger. Momentan schaut so aus, als ob der zweite gar nicht drauf da ist eigentlich. Gut, damit haben wir den schon mal sicher wieder. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich jetzt die 4000 voll habe, werde ich trotzdem, glaube ich, erstmal noch mal ein bisschen Platz im Ponywell machen. Einfach aus dem Grund, damit ich Ponywell möglichst viel Platz habe für neue Dinge wie Objekte und so. Ich glaube eh, dass ich Canterlot erst mit einem hoch genug Level überhaupt angehen kann. Schade ist aber leider so. 458, das ist so schlecht. Und wieder. Ich habe darauf gewartet, dass es wieder passiert. Ich bin darin echt gut gegen die zu fahren. Ich bin ja die echte Meisterin. Bam! Kann mich keiner darin schlagen. Oder hat sie jemand bessere Quote mit den Treffen, ne? Ich glaube nicht. Okay, die 4000 wird echt schwer, glaube ich. Ich habe nur noch 1000 Punkte entfernt, aber da oben noch fast 400. Über 400 Bits, die fehlen. Damit ist der Plan hier zerstört. Der Moment, in dem eine Pläne eh zerstört werden vom Spiel selber. Now I'm sad. Nicht husten, egal was passiert. Jetzt haben wir auch noch verschluckt. Das ist eine normale Körperbeherrschung, ja. Nicht zu husten, wenn er sich verschluckt hat. Wow, der war knapp. Wow, jetzt werde ich gleich nochmal drauf. Ups. Fast. Komm schon. 400 noch was Bits können doch noch werden, oder? Ohne dass ein Shadow Broke mich aus dem Verkehr zieht. Doch. Verdammt nochmal. Ich hasse euch. Da Sammler mal heute fürs. Ich nehme mein letztes Mal ein, sehe ich da noch mal ein Pony, das unbedingt will. Da unten nochmal. Na egal. Ich mag es heute nicht schon wieder Overtime. Oder doch? Ich lass mich doch eh wieder dazu überreden. Ich kann das einfach nicht stehen lassen, wenn ich sehe, dass da noch zwei sind und ich die ignoriere. Geht nicht. Ich bin schlimm. Ich hab's gewusst, dass ich es eh wieder nicht kann. Weil ich einfach dann es als unvollständig ansehe. Komisch, ne? Na egal. Aber vielleicht ist es sogar ganz gut so. Schau, und dieses Level up hätte ich sonst nicht mehr mit auf der Kamera gehabt. Brumm. Toll. Ui, gibt's daneben für die. Und da macht jetzt auch noch Lyra eine tolle Score, das ist doch auch schon was. 142 ist tatsächlich schon eine sehr gute Score.
150, weil das müsste noch ganz reingehen. Noch einmal Einsammler. Und jetzt kommt nochmal Sikora. Der Punkt ist einfach, dass ich es nicht sehen kann, wenn ich sehe, hey, das ist noch zu machen und danach ignoriere ich das. Das ist ein Ding, das kann ich nicht ab. Das ist dann auch so, wenn ich was noch machen wollte und ich dann ins Bett gehe und weil es schon spät ist, dann kann ich nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit nachdenke, wie ich das gemacht hätte wohl noch. Oder was passiert wäre, ne? Dann kann ich das auch nicht abschalten, das ist dann einfach die ganze Zeit in meinem Kopf, bam, Kreis, Kreis und du schläfst jetzt nicht. Ah, das kennen bestimmt viele andere auch. Und darum mache ich das jetzt lieber fertig, bevor es mich fertig macht. Hornbacher. Na egal. So, auf jeden Fall haben wir die jetzt auch nochmal nach oben gebracht. Und ich sammle mal noch ein. Wie gesagt, was ich jetzt nur noch nebenzu sehe, werde ich auch mal einsammeln. Aber jetzt ist es eine Stunde wieder voll mal. Und es ist eigentlich auch eine Menge passiert, kann mich auch nicht beschweren. Habe auch noch ein paar Sachen gekauft und so wieder. Also daher, gute Episode wieder. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich auch einen nach unten lassen. Aber bitte in beiden Fällen einen kleinen Kommentar schreiben, warum es euch gefallen hat oder warum es euch nicht gefallen hat. Damit es im Grunde auch sehr viel mehr hilft, weil ich daran klarer sehen kann, was euch gefällt und was nicht. Ein Daumen hoch und nach unten ist natürlich auch super. Nicht, dass ich das jetzt hier schmälere, aber ansonsten sehe ich euch dann wieder im nächsten Video. Bye, bye!